Ja, ich bin Restauratorin und habe hier im Ahnsaal die Konservierungsarbeiten und die Sicherungsarbeiten gemacht, zusammen mit meiner Kollegin Sina Juncker. Und insofern kennen wir die Baustelle ganz gut, ne, bis zum Schluss. Und natürlich finden wir das Ergebnis sehr gelungen. Also es ist eine gute Methode zwischen, sag ich mal, Abriss eines Denkmals und Totalrekonstruktion, ein Denkmal so ruinös zu zeigen und damit eben auch die Geschichte zu zeigen. Ja, was waren für Sie besondere Herausforderungen oder woran erinnern Sie sich vielleicht besonders? Im Rahmen der Arbeiten? Ja. An die Arbeiten? Ja, die ganze Arbeit war eine Herausforderung und gerade der Anspruch, dass es so aussehen soll, als wenn nichts passiert wäre, ja. Das ist natürlich immer auch eine Herausforderung, mhm. ne? Dass man das Nötigste macht und aber auch nicht zu viel macht, mhm. dass man auch die Spuren der Geschichte zeigt, die ja. Inschriften nicht wegreinigt, sondern ja. belässt. Ne? Genau. So, mein ja. Name ist Marc Siebensohn, wir sind vom Ingenieurbüro Hirsch aus Erfurt. Wir haben hier die Elektro- und Sanitärplanung gemacht. Ich bin jetzt das erste Mal hier, um das Gebäude mal von außen, von innen zu betrachten. Ich war vor einem halben Jahr schon mal hier und habe gedacht, huch, das ist ja ganz schön baufällig. Ich war jetzt aber sehr positiv überrascht, was sich im Inneren getan hat. Das kann man ja richtig nutzen, die Räume, die sind richtig schön geworden. Gar nicht so, wie es von außen aussieht. Und ich freue mich da schon drauf, da hier mal die ersten Veranstaltungen zu sehen, wie die Leute drauf reagieren. Das ist ja immer so eine Frage, wie man das Alte mit dem Modernen, mit dem Neuen, mit so einem Sanierungsstil dann umgeht. Das ist aber sehr gut gelungen. Bin mal gespannt, wie die Resonanz hier ist. Ja. Hier im Speziellen haben wir dann die Leuchten ausgewählt und das Ambiente geschaffen. Und bin da echt gespannt, wie das auf die Leute, die da hier die Veranstaltung besuchen, wie das reflektiert wird. Mein Name ist Bernd Schumann. Ich bin seit 2009 hier der verantwortliche Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator, kurz abgekürzt SIGECO, und habe erlebt, wie das Gebäude im Dachbereich das erste Mal gedeckt war und die anderen Sachen noch völlig marode sich darboten. Und ich muss eigentlich sagen, dass innerhalb dieser Jahre, die jetzt zurückliegen, sich vieles hier getan hat. Sicherlich ging das nicht immer kontinuierlich weiter, wie die Gelder so flossen. So wurde auch hier gebaut. Was sind Ihre Eindrücke? Sind Sie mit dem Ergebnis zufrieden? Begeistert das? Ich bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Ich habe das ja nun über die Jahre verfolgen können. Und es ist ein gutes Nutzungskonzept entstanden, sowohl von den Firmen, die fachliche Qualifikation der Firmen war gut und das Gesamtkonzept ist gut für die Nutzung der alten Bausubstanz, wo vor 20 Jahren eigentlich keiner daran gedacht hat, dass es irgendwann mal einen Nutzen zugeführt werden könnte. Also ich bin von meiner Seite als Bauingenieur zufrieden, sehr zufrieden mit diesen Ergebnissen. Dankeschön. Ja, hallo, wir sind die Firma Holzscheid aus Bösleben, zwischen Arnstadt und Stadion gelegen, und wir hatten hier die Ehre, den Fußboden zu machen. Also, was waren die Herausforderungen dabei, hier speziell im Objekt? Gab es bestimmt Schwierigkeiten? Die Anpassung an das alte Objekt, die vielen Unebenheiten. Die klimatischen Bedingungen. Die klimatischen Bedingungen. Das ist auch so ein getrockneter Fußboden, der wäre hier total fehl am Platze gewesen. Also wir haben hier einen Fußboden eingebaut, der mit dem Gebäude mitgeht praktisch. Also mhm. sich ausdehnen kann und doch auch trocknen kann. Weil er eben aus Holz ja. ist, ne? Und ich denke mal, der große Vorteil von dem Boden ist, dass man die ganze Technik da einbauen kann. Also das haben wir vielleicht vergessen zu sagen. Das sind, ja, deswegen wurde ja das Hohlbodensystem gewählt, um die ganze Installation auch veränderbar zu machen. Und wie gefällt Ihnen das Ergebnis? Sehr schön, jetzt im Ganzen das mal zu sehen, nicht nur den Fußboden, auch mit den Wänden, ja. das alles so in den... Ja, und wie finden Sie unseren Audiowalk? Sie haben jetzt die Chance gehabt, reinzuhören. Ja, sehr gut, sehr informativ. Ja. Passend dazu. Sehr schön, vielen lieben Dank. Danke, bitte. Ja, mein Name ist Christoph Adler vom Ingenieurbüro Dr. Krämer. Mein Name ist Peter Lorenz, ich bin auch vom Büro Dr. Krämer. Und wir haben hier die Tragwerksplanung bei dem Objekt jetzt seit 2004 insgesamt jetzt schon. Ja. Was waren die Herausforderungen dabei?
Na, die alte Substanz und der ruinöse Zustand vorrangig. Das war ja alles kaputt. Ja, und arbeiten Sie öfters im Denkmal? Das heißt, Sie sind da schon Firmen oder war das Neuland für Sie? Für mich war es Neuland, nein, bei mir war es das erste Projekt damals. Aber fürs Büro ist es... Sie haben also eine der wichtigen Grundlagen dafür gelegt, dass wir heute das Gebäude so betreten können und es auch nutzbar ist. Wie finden Sie das Ergebnis denn? Sehr gut. Ist überzeugt? Ja, das Ergebnis überzeugt. Und ich denke, es ist einen besseren Anfang für weitere Sanierungsabschnitte, kann man sich nicht wünschen. Wie empfinden Sie denn das Konzept, dass wir Schloss Schwarzburg jetzt nicht wieder piekfein im Barockstil entstehen lassen, sondern dass wir hier Mut zur Lücke haben und auch zeigen, welche Umbrüche die Geschichte in das Objekt quasi eingearbeitet hat? Das gehört ja zum Objekt, also warum soll man es nicht zeigen? Ne? Ja, also Sie finden das auch spannend. Genau. Also man soll ja auch mal sehen, was da auch angerichtet wurde teilweise, deswegen. Ja.